Das sind die Themen. Erstmals seit dem Kalten Krieg. Die USA stationieren Raketen in Deutschland. Drohungen aus Moskau. Medvedev will NATO und die Ukraine zerschlagen. Und der Pakt von Astana, die Hauptstadt für die neue Weltordnung. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir starten zunächst einmal in den USA, wo man sich ja getroffen hat, um das 75. Jubiläum der NATO zu feiern. Und da gab es natürlich auch den ein oder anderen Beschluss hinsichtlich der Ukraine-Unterstützung, aber auch Joe Biden hat das ein oder andere Mal sich wieder in seiner Rede etwas verkalkuliert, könnte man sagen. Dazu schauen wir uns mal an, was berichtet wurde am 12. Juli. Da heißt es: Versprechen bei NATO-Gipfel. Biden nennt Zelensky Präsident Putin und bezeichnet Trump als Vizepräsidenten. US-Präsident Joe Biden hat seinen ukrainischen Kollegen Wladimir Zelensky auf dem NATO-Gipfel irrtümlicherweise als Russlands Präsident Wladimir Putin vorgestellt. In der anschließenden Pressekonferenz unterläuft ihm ein weiterer Fauxpas. Die Abschlusspressekonferenz zum Ende des NATO-Gipfels war eine Bewährungsprobe für den US-Präsidenten, bei der er sich einen erneuten Fauxpas leistete, indem er Kamala Harris als Vizepräsident Trump bezeichnete. Ja, Joe Biden hat ja auch schon Angela Merkel mit Helmut Kohl irgendwie verwechselt. Wie das möglich ist, das ist mal wieder eine andere Sache. Aber Joe Biden, ich glaube, er wird nicht antreten, um gegen Donald Trump wahrscheinlich in den Wahlkampf zu ziehen. Dazu zeigt er einfach viel zu viele Schwächemomente, zumindest wenn er irgendetwas sagt. Und ich glaube, das wird weder in China noch in Russland irgendwie als beängstigend aufgenommen. Aber wir schauen uns weiter an, was berichtet wurde, denn in Russland bzw. in Deutschland wird zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges werden wieder Raketen stationiert von den USA. Und dazu heißt es in einem Artikel vom 11. Juli: US-Raketenstationierung in Deutschland. Eine Abschreckung, die aufschreckt. Die USA wollen die militärische Abschreckung in Europa verstärken. Deutschland soll dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Erstmals seit dem Kalten Krieg sollen wieder US-Waffensysteme hierzulande stationiert werden, die bis nach Russland reichen. Von 2026 an sollen Marschflugkörper vom Typ Tomahawk mit deutlich mehr als 2000 Kilometern Reichweite, Flugabwehrraketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Überschallwaffen für einen besseren Schutz der NATO-Verbündeten in Europa sorgen. Wir sehen also schon, in was für einer Lage wir uns befinden. Zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg wird die USA wieder hier Waffen stationieren, Raketen und so weiter. Und da sehen wir schon mal, wohin die Reise womöglich in den nächsten Jahren gehen wird. Und da hat natürlich auch einer wieder in Russland seinen Mund sehr weit aufgemacht, nämlich Medvedev, die Sprechpuppe von Putin. Er sagte laut einem Artikel vom 12.07. folgendes: Es wird berichtet, Russland blickt mit Sorge auf einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine. Putins Hardliner Medvedev fordert derweil die Zerschlagung des Militärbündnisses NATO. Er sagte, wir müssen alles tun, damit der unumkehrbare Weg der Ukraine zur NATO entweder mit dem Verschwinden der Ukraine oder mit dem Verschwinden der NATO endet. Oder noch besser, mit beidem, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats. Ja, also da sehen wir auch in Russland, wie man dort verbal wieder auspackt Richtung Ukraine und Richtung NATO. Am besten soll das alles auch verschwinden. Medvedev als Hardliner dafür auch bekannt. Aber wir werden sehen, wie die Reise dort auch weitergeht. Zunächst schauen wir jetzt einmal nach Astana. Darüber habe ich ja bereits ein Video gemacht, aus einem speziellen Grund. Zunächst schauen wir uns noch mal kurz uns dieses Symbol an. Wir kennen ja alle die Illuminatenpyramide, die man in den Freimaurerlogen wiederfindet. Und ein überdimensionales Exemplar dieser Pyramide befindet sich in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan. Über diese Pyramide heißt es: Astana, die Hauptstadt der Einweltreligion. Der Begleittext spricht von der Vereinigung all dieser Religionen unter einer Weltregierung. Also hier ist die Globalisierung auf jeden Fall auf dem Fortschritt. Hier spricht man von der Weltregierung, also von dem Great Reset, die neue Weltordnung, die totale Globalisierung. Und bereits in zwei Artikeln wurde berichtet, zunächst im Jahr 2010, die große Stadt der neuen Weltordnung, Astana, Kasachstan. Dann 2017,
Astanas neue Rolle im Zentrum einer neuen Weltordnung. Und bevor wir uns jetzt einen Artikel aus diesem Jahr anschauen, wo es auch um die neue Weltordnung geht, um den Zusammenhang einmal zu erläutern, geben wir erst einmal kurz ab in die Werbung. Kennen Sie das? Sie haben zu viele Science-Fiction-Filme gesehen und verwechseln Filme oft mit der Realität, sodass Sie sehnsüchtig auf die Ankunft von Außerirdischen warten? Aliens werden Sie nicht retten, deswegen haben wir einen Ratschlag für Sie. Auch Jesus ist nicht von dieser Welt. So wie eines Tages die Stadt Gottes vom Himmel auf die Erde kommen wird, nämlich das neue Jerusalem. Also warten Sie nicht auf Außerirdische, sondern warten Sie auf die Rückkehr des Messias und folgen Sie allein Jesus Christus. Kennen Sie das? Sie beschäftigen sich viel mit Esoterik, versuchen Ihre Chakren zu öffnen und warten vergeblich auf Erleuchtung, während Sie Meditationsübungen praktizieren, um Astralreisen zu machen? Wir haben etwas Besseres für Sie. Öffnen Sie Ihr Herz für Gott, lesen Sie die Bibel und lassen Sie sich von Jesus erleuchten, damit Sie eine Reise ins Paradies buchen können. Verlassen Sie die Esoterik und folgen Sie allein Jesus Christus. Und auch heute sage ich einmal mehr, die beste Werbung, die man in diesen endzeitlichen Phasen machen kann, die beste Werbung in diesen Wehen der Endzeit ist Werbung für die Wahrheit, Werbung für Jesus, das Evangelium, für das Wort Gottes. Wir haben also gesehen, 2010 und 2017 wurde berichtet, dass Astana die Hauptstadt, die große Stadt der neuen Weltordnung sein soll. Jetzt schauen wir mal in die Gegenwart. Am 5. Juli dieses Jahr wurde berichtet, Decoding China. Streben nach einer neuen Weltordnung. Beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Astana will Peking mit anderen Autokraten eine neue Weltordnung schaffen und die bestehende herausfordern. Die bestehende Weltordnung wird ja überwiegend vom Westen dominiert und da will Russland, China auf jeden Fall dort einen Strich durch die Rechnung machen und die wollen ihre eigene neue Weltordnung aufbauen. Und wir sehen also hier aktuell auch wieder die Rede von der neuen Weltordnung in Astana. Da ist es auch in einem Artikel vom 4. Juli. Belarus tritt Shanghaier Sicherheitsorganisation bei. Das autoritär geführte Belarus ist offiziell neues Mitglied der für internationale Sicherheitsfragen gegründeten Shanghaier Organisation. Das ist ein Ergebnis des SCO-Gipfeltreffens in Astana. Russlands Präsident Putin, Chinas Partei und Staatschef Xi Jinping und andere Staatsführer unterzeichneten in der kasachischen Hauptstadt in Astana die Dokumente zur Aufnahme von Belarus. Also auch Belarus gehört jetzt zu dieser Shanghaier Sicherheitsorganisation und das hat man beschlossen in Astana, der Hauptstadt der neuen Weltordnung. Und kaum ist Belarus in dieser Shanghaier Sicherheitsorganisation, ist jetzt auch Folgendes passiert. Am 6. Juni wurde berichtet, chinesisches Militär in Belarus eingetroffen. Das Militär der Volksrepublik China ist mit einem Militärtransportflugzeug in die Republik Belarus angekommen. Die gemeinsame Ausbildung belarussischer und chinesischer Einheiten findet vom 8. bis 19. Juli statt. Ein chinesisches Militärtransportflugzeug landete zum ersten Mal auf dem belarussischen Militärflugplatz. Also kaum ist Belarus zusammen mit Russland und China in dieser Shanghaier Sicherheitsorganisation und schon kommen die Soldaten aus China nach Belarus, um gemeinsame Aktionen durchzuführen. Und es wurde ja auch berichtet am 4. Juli, Belarus droht mit Nuklearwaffen. Wir werden es tun, das Land sei bereit, nicht strategische Atomwaffen einzusetzen. Wir sehen also genauso wie Medvedev, da ist man verbal auf jeden Fall schon am Abfeuern. Aber egal, was für eine neue Weltordnung am Ende auch entstehen wird, sei es durch den Westen dominiert, sei es durch den Osten dominiert oder durch den Antichristen in der Endzeit, letztendlich wird nur eine neue Weltordnung Bestand haben. Das ist die neue Weltordnung Gottes. In Daniel 2,44 und in Offenbarung 11, Vers 17 heißt es, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst.
dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und wer wird dann in diesem Königreich Gottes auf Erden regieren? Natürlich der König der Könige Jesus Christus, aber er hat ja auch eine Regierung, sozusagen, und das ist nicht die SPD, die CDU, Republikaner, Demokraten, sondern das sind wir Christen. In Offenbarung 1, Abvers 5 und in Kapitel 20, Vers 6 heißt es, Jesus Christus, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren, die 1000 Jahre im Königreich Gottes auf Erden. Und Jesus wird uns zu Königen und Priestern machen und auch wir werden mit Jesus gemeinsam die Königsherrschaft antreten. Und dann werden die Menschen nicht mehr regiert nach irgendwelchen heidnischen Traditionen oder Menschengeboten, sondern dann wird das Gesetz Gottes der Maßstab sein für alle Regierungen auf der Welt. Und dann wird keiner mehr im Christentum sagen, das Gesetz Gottes sei abgeschafft, wenn die ganze Welt es dann halten wird und wenn die Strafen dann auch an der Tagesordnung sind, die das Alte Testament vorsieht. Da gibt es für gewisse gesetzlose Auslegungen auf jeden Fall sehr hohe Strafen. Deswegen lasst euch nicht verführen. Jesus sagte ja, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Deswegen sollten wir auch Werbung machen für die Gebote Gottes, was die Liebe zu Gott repräsentiert, das Gehorsam gegenüber unseres himmlischen Vaters im Himmel. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video. Abonniert und unterstützt gerne den Kanal und meine Arbeit. Vielen Dank an alle Geschwister, die dies tun. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König der Könige, der Herr der Herren, der Richter der Welt, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.